Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im neuen Modus, dem Halloween Battle Royale. Ich kann es kaum erklären, weil ich weiß es selber noch nicht. Ich habe mir nur die Regeln durchgelesen und jetzt stehe ich vor einem Auswahlbildschirm, wo man sagen muss, Vollstrecker, Waldläufer, Pyromane oder Kleriker. Also wir sind nicht bei PUBG, wir sind jetzt in einem Fantasy, ne? Als ob ich jetzt irgendwie Baldur's Gate spielen würde. Das kann ich heute, werde ich heute auch noch machen, aber das, ich habe jetzt hier was anderes erwartet. Gucken wir uns die mal an. Der Chat sagt auch gleich, was ich machen soll, was ich spielen soll. Falls er was sagt. Ich hoffe ja. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Also gucken wir uns die mal an. Vollstrecker. Kräftiger und widerstandsfähiger Nahkämpfer, der Feinde jagt und oder zu sich zieht. Okay, das ist wichtig, weil Nahkampf ist ja richtig wack. Ring der Einschüchterung, bla. Okay, das sind irgendwelche Skills hier. Oder das ist einfach eher so eine Passive, oder? Match startet auch schon bald, okay. Ist eher nicht so mein Ding, so Nahkämpfer. Waldläufer mit einer Armbrust. Klingt auch cool. Pyromane. Boah, Feuerbälle, ne? Boah, da bin ich schon dabei, Leute. Also bei Pyromane sehe ich mich ja schon. Aber noch entscheidet der Chat, solange noch Zeit übrig ist. Lerika. Kolben des Leidens. Eine Nahkampfwaffe im mittleren nächsten Schaden. So, Moment. Also, wir haben keine richtig krass langen Waffen, sondern eher so hier Hellebarde und eine Axt. Und dann kloppen wir uns im Nahkampf, oder was? Außer, dass der Pyromane auch eine MG hat. Also, was ist das für Balancing? Das sieht ja bis jetzt nicht so cool aus. Also, alles ist Nahkampf, bis auf der Pyromane, die an der MG. Okay, finde ich gut. Das ist Balancing, wie ich es machen würde. Alle anderen müssen mit der Armbrust spielen und ich habe eine MG. Perfekt, Digga. Knoll des Leidens. Die hat doch eine Schrotflinte. Ist auch cool. Eine Langstreckenwaffe, okay. Also eine Flinte. Die geringen Schaden verursacht. Ja gut, Langstreckenwaffe, die geringen Schaden verursacht. Ja, dann, was bringt eine Langstreckenwaffe, die einen geringen Schaden verursacht? Das macht ja gar keinen Sinn. So, noch 14 Sekunden, wenn ich jetzt gleich nichts lese. Hallo David, guten Tag. So, dann machen wir jetzt Pyromane. Ausgewählt. So, gleich startet das Game. Ihr könnt für die nächste Runde sagen, was für eine Klasse ihr haben wollt. Es ist einfach Fortnite geworden. Es ist einfach Fortnite. What the fuck is going on, Alter? Oh mein Gott, die Map. What the fuck? What is this? Einfach wirklich Fantasy geworden. Alter, Leute. What the fuck is going on? Oh, die sind schon alle raus. Okay. Ich wollte da hinten hin? Sind die dumm? Da kommen die doch niemals hin. Hä? Ja, von hier bis da. Wie denn? Ich wollte doch nicht jetzt nach Novo. Der rote Mond auch. Du findest das Halloween-Event nicht so gut? Ja, ich kann noch nicht gar nichts sagen. Ich habe das noch nicht, ne? Hat er dein Auto gefunden? Digga, ich check nicht, was die Teammates hier wollen. Die sind erstmal so dumm und sagen, wir fliegen hier, also gehen wir nach Novo. So, hä? Okay, sieht auch schon mal krass aus. Habe ich dafür Muni? Feuerbälle. Nur von drei. Ja, das Auto von. Das Auto auch. Ja, eigentlich muss ich mal schießen, um. Achso. Man kann hier Herstellung machen. Okay. Mhm. Stelle ich dann auch Muni her oder wie? Das ist alles wild. Das ist schon wild. Hört der eigentlich auch richtig oder so? Das hört sich nicht richtig an, dieses Geräusch von dem Auto. Das hört sich an, als ob der irgendwie dauerhaft mit Handbremse fahren würde. Also erstmal halte ich ein Feuer... Ich schieße Feuerbälle, aber ich halte es so wie eine Waffe. Das ist schon wild. Oh Mann, ey. Du, der hat auch ein Schild. Alter, das ist auf jeden Fall ein Kleriker. Holy shit, was ist das für ein Schild? Kann der mal Shift drücken? Ah ne, das... Ah, die,
Die Geschwindigkeit wurde ja verlangsamt von den Autos. Hat sich damit auch das Geräusch geändert? Weil das ist ja richtig ätzend. Dieses. So, können wir jetzt bitte irgendwo mal hinfahren und looten, Alter. Das dauert mir viel zu lange. Ja, schön, alles klar. Hier, fick dich, komm, ich loote jetzt. Mann, ich will jetzt endlich mal das Spiel anfangen. Kleriker, Vollstrecker. Okay, gut, das sind Sachen, die ich nicht brauche. Verstehe. So, jetzt sind wir schön in Novo, während alle da oben rumgammeln oder woanders schon längst in der Action sind. Cool. Achso, wahrscheinlich leuchten die auch rot, oder? Das sehe ich wahrscheinlich von weitem dann. Da sind pinke Sachen. Sehe ich hier irgendwo rote? Oder ist pink meins? Ja, pink ist meins. Okay, gut, verstehe. So, Verteidigungstrank. Ich muss mal einmal einen Feuerball schießen. Uff. Oh. Ja, cool, danke. Okay, gut. Ich habe nur noch zwei. Oh, die regenerieren sich, sehe ich unten. Okay, gut, perfekt. Also ich brauche keine Muni. Ich bin ja Magier. Was ist das nochmal? Verband scheint ein bisschen schneller zu gehen. Verstehe. Das Auto hat keine PS, sondern Esel. Ja, gut. Dann brauchen wir eine richtige Peitsche und dann geht das vielleicht auch. Dieses Auto ist doch wirklich schrecklich. Also wenn die schon die PS gedrosselt haben, dann können wir wenigstens mal irgendwie den Sound noch anpassen. Ah, Gott, hier ist er. Mann, ey. Mal hoch zu den Containern, sonst findet man hier gar nichts. Da ist eins. Mann! Ach, der nimmt alles auf, was wir generell brauchen, oder was? Ja, danke für die Kleriker-Sachen. Vielen Dank. Okay. Also, ich könnte jetzt, Bro. Coming. Komm, Bro. Verstehe. Also, wir sammeln alles auf, was wir generell brauchen, so. Platzbedarf haben wir auch übelst. Eigentlich kannst du alles mitnehmen. Okay, verstehe. So, jetzt muss ich upgraden, ja? Ich habe auch hier so diese Dinger. Generiert einen Feuerwandzauber, okay, und verbessert diesen Gegenstand, um Boni freizuschalten. Okay, was für Boni? Gesundheit. Gesundheit, okay. Meteorzauber. Boah, das ist echt komplex. Hätte eine Kutsche sein müssen. Ja, das wäre geil gewesen, wenn dann einfach so Pferde wären. Aber das ist ja auch zu aufwendig für PUBG-Devs, ne? Muss man auch sagen. Also das ist einfach zu viel. So, jetzt muss ich aber echt mal, ich muss hier erstmal klarkommen auf mein Leben. Also wir haben hier Gesundheit, die wir hochleveln können. Wir haben hier einen Feuerwandzauber. Was ist denn, wenn ich hier einen, achso, ich muss eins, zwei, drei, drei. Feuerwand. Ui, uff. Alter, der geht ja übel weit. Holy shit. Ja, das ist geil. Okay, und das generiert sich auch. Schön. Der generiert mir also noch einen Feuerwandzauber. Der ein bisschen schneller und dann wieder noch ein bisschen schneller. Okay, das ist alles hier Feuerwand. Verstehe. So, dann haben wir hier das MG. Hohe Schussfolge und unendlich viel Munition. Wenn sich die Hitzeanzeige füllt, überhitzt die Waffe und kann nicht benutzt werden. Alter, das ist ja ein bisschen wie die... Oh, wie die erste Waffe aus Starship Troopers, Alter. Falls das noch jemand kennt, ey. Bestes Game, ey. Erlaubt dem Träger die Beschwörung von Feuerbällen. Ja, das. Ich mache jetzt erstmal Feuerbälle hoch. Ah, Rechtsklick, okay. Und jetzt kann ich aber nicht mehr die wählen. Okay, verstehe, weil es exclusive ist. Was ist denn, wenn ich jetzt die Kanone nehme? Ich teste einfach mal. Dann wechsle ich. Okay. Alles klar. Jetzt habe ich halt erst die genommen, aber jetzt dann die. Okay. Und die kosten beide gleich? Zwei jeweils. Okay. So, das nächste bräuchte ich Materialien A. Sechs von den Tränken. Ich habe aber nur die. Okay. Und Verteidigungstränke werden hierfür benutzt. Krafttränke da. Ja, ich muss auch, also, ne, sorry Leute, aber ich muss auch erstmal ein bisschen checken, was das denn hier, was denn los ist, ne? Wir haben gelb und orange, oder wie? Nee. Die Farben sind, glaube ich, nicht ganz so in der Art, ne? Aber ich glaube, einfach alles mitnehmen und dann ist gut. Deswegen sind die wahrscheinlich auch in den Arsch der Welt gefahren, weil es einfach egal ist. Du kannst ja erstmal alles looten und dich hochleveln, weil du sonst halt zu lange brauchst. Aber es ist mir auch ein bisschen zu langweilig, muss ich auch sagen, ne?
Also das Team hier, weiß ich nicht. Ich teste mal eben die Waffe aus, ja. Verstehe. Just testen. Joa. Also die ist schon cool, aber ganz ehrlich, wenn wir schon hier in Fantasy sind, dann muss eigentlich auch der Feuerball her. Eigentlich muss der Feuerball her. So, und der kann jetzt eigentlich was besser? Level 4. Macht der jetzt einfach mehr Schaden, oder? Und ich muss halt auch nochmal hier die HP hochgeben. Also der macht halt aggressive Def und der ist halt voll Def. Da gehe ich erstmal voll die, die HP. Meteor-Schauerzauber. Sehe ich auch gerade. Das ist dann die 4 wohl. Ah ne, die kann ich beide machen. Okay, ja, alles klar. Jo, ist der nach vorne gezischt. Ist das schnell? Holy shit. Vielleicht ist es auch normale Geschwindigkeit für ein Flugzeug, nur weil das halt irgendwie so ein Schiff ist. Ja, was ist denn los? Machst du rechts, links so? Okay, der hat irgendeinen Potion, der healt, verstehe. Der hat ein eigenes Auto. Na gut, wenn er will. Mach halt mit deinem eigenen Auto. Oh Gott, dieser Sound! Wie der sich doppelt! Das ist ja schrecklich. Und dann im Karl zusammen noch, ey. Im Chor. Hört ihr das? Boah, das dröhnt richtig. Ist das dumm? Oh Mann, es ist ja okay, wenn sie die Geschwindigkeit drosseln. Das kann ich jetzt noch nicht einschätzen, ob das gut oder schlecht ist. Aber for real. Mach doch den Sound. Zeit auch und ey, Junge, das ist alles so hart. Ich hab nur einen von denen gehabt. Kann ich hier? Ne, der hat halt auch kein Warum hat nicht jedes Auto einfach einen Kofferraum? Können wir da mal drüber sprechen? Warum hat man dieses Feature eingeführt und dann ist dann nur auf bestimmte Autos gelegt? Ich meine, dass man auf Motorrad nicht unbedingt viel unterbringt, verstehe ich. Aber so ein SUV? Ich sehe da hinten eine ganze Rücksitzbank. Ich sehe da Platz neben uns. Ich könnte die ganzen Sachen hin und her reichen. Ich sehe da auch hinter den Sitzen. Ich meine, wir haben hier 4 Slots, wo man sitzen kann. Ich sehe aber hinten auch 3 Sitzplätze und ganz hinten auch noch 2 mehr. Wir haben hier so viel Platz, da könnte man so viele Sachen tauschen. Aber nein, man kann es nicht. Hä? PUBG-Devs mal wieder komplette... Was macht der eigentlich? Stop, stop, mach mich nicht. What? Why? We're out of zone. Stop, stop. Stop, stop. Was? Warum? Why? Stop, stop, bro. Go, go, bro. Das hätten wir auch genauso gut in der Zone machen können, die direkt 2 Meter vor uns ist. Muss das jetzt sein? Also ich sag, schon ich sterbe. Ich weiß nicht, wie gut die im Kampf sind, aber die gehen mir jetzt schon richtig auf den Sack. Auto auch, ne? Ich kann doch nicht viel sagen, ob das Game geil ist oder nicht, weil ich bis jetzt noch nichts gesehen habe. Das ist einfach nichts. Weißt du, das wird bei allen markiert oder nicht? Das wird doch längst gelootet sein. Oh, ich kann werfen? Oh, lol, ich kann aus dem Fahrersitz werfen. Cool. Nice. Das ist nice. Der Fahrer kann auch Feuerbälle schießen. Junge, Junge, Junge. Alter, wirklich, ne? Hätte man nicht eine kleinere Map dafür nehmen können? Also, ich zweifle diese Entscheidung mit, die Autos sind langsamer, gerade enorm an, weil es einfach dumm ist, wenn du... Ich würde denn niemals, in den nächsten Runden, ich werde nicht mehr am Rand der Map spawnen, weil for real, ich werde doch wohl immer in der Mitte spawnen, damit ich so wenig Fahrzeit wie möglich habe. Ja, hier ist nichts. Das dauert ja ewig, von A nach B zu kommen. Und mit dem Sound macht es auch nicht Satisfier. Satisfier. So, jetzt hat er keinen Sprit mehr. Oh, krasse Taktik, Bro. Ah, da dachte, das war die Kiste. Ja, das war wirklich so eine Mimik. Oh, Boys, ey.
16 Minuten sind wir drin und wir haben nur gelootet und sind gefahren. Danke, Team, dass ihr gesagt habt, wir müssen an Arsch der Welt fliegen. Hat sich voll gelohnt, Alter. Boah, macht das Spaß hier, du. Ja, roll noch für Sprit sparen, weil wir sind halt am Arsch der Welt. Ich wollte, weißt du, ich bin in dieses Game reingegangen und dachte mir so, boah, geil, Fantasy. Ja, Mann, richtig auf die Fresse hauen mit Feuerbällen und ein bisschen Kleriker hier und da. Baldur's Gate Hype und so, ne, mach PUBG so ein bisschen. Lass mal irgendwie geil Fantasy machen. Was ist dabei rumgekommen? Ich krieg zwei Fuck-Teammates, die mir das ganze Game versorgen gerade. Oh, Mann, ey. Ja, warum auch direkt in die Zone fahren? Lass mal alle Schaden kriegen und ganz da, weißt du? Wir fahren hier am Rand lang. Du könntest einfach in die Zone fahren, Digga. Fahr doch jetzt in die Zone anstatt schräg. Was ist denn dein Problem, Junge? Jetzt sind wir alle, haben wir irgendwie 20 HP weniger. Und dieser Sound vom Auto macht es auch nicht besser, dieses. Dass du die ganze Zeit dieses Dröhnen in den Ohren hast. Das ist nix. Das ist ja kein. Das ist ja einfach nur dieser. Dieser Sound ist darauf eingestimmt, ja, wenn er die Geschwindigkeit fährt, dann macht er diesen Sound. Aber normalerweise bist du nie Peak an diesem Sound, dass er immer genau diesen. Jetzt hat er auch kein Benzin mehr. Ja, wir fahren außerhalb der Zone. Ich hab keinen Bock mehr. Ich geh jetzt woanders hin. Ich hab echt keinen Bock mehr auf die. Ich gehe jetzt woanders hin und sterbe jämmerlich oder so. Die gehen mir so hart auf den Sack. Ja, lass jetzt da hinten looten. Wo hier Häuser in der Zone sind, lass mal außerhalb der Zone fahren. Boah, Mann. Was sind die für ein Level? 300 und... Katzopf. Genau. Kein Bock mehr auf die, Alter. Die machen nur Stress für mich. Oder auch nicht. Ah, ich habe keine Ego-Perspektive. Als ob die da hinten jetzt gerade Gegner dort haben, ne? Also. Dann habe ich einfach nur Pech heute. Dann habe ich einfach nur Pech. Kaum trenne ich mich von denen, haben die Action. Ich glaub's nicht. Beide tot. Ich kann da auch nichts mehr so sagen. Ein Armbrust-Dude. Im Auto. Ich versuche jetzt einfach noch irgendwie was zu reißen, ja? Leute, das wird auch so irgendwie was, oder? Glaubt ihr an mich? Nee? Dachte ich mir. Gar nicht weit. Es geht ja null weit. Oh ja. Okay. Ja, man muss ein bisschen höher zielen. Aber ich habe ja auch keine Möglichkeit gehabt, in den fucking 20 Minuten hier irgendwie ein bisschen zu trainieren oder ein bisschen was zu probieren. Wir haben ja nur gelootet. Wirklich, die mit Abstand schlechtesten Teammates, die ich mir jemals hätte kriegen können für meine erste Runde, in der ich einfach mal was probieren möchte. Das war ja wohl das Schlimmste, was kommen könnte. Oh, Boys, ey, Alter. Wir haben Kleriker, Vollstrecker, Waldläufer und Pyromane. Das sind die Klassen, die zur Auswahl stehen. Wow. Ja, lass School gehen, genau. Nee, ich bin für Novo. In die Zone, bitte. Nicht School. Ich will nicht 3 Jahre mit dem Fahrzeug fahren. Das ist mir wirklich zu doof. Also wenn ich schon angezeigt wird, dann nehmen wir das auch. So. So, Leute, jetzt kommt aber mal richtig hier. Jetzt wird's nice. Jetzt schmeißen wir mit Feuerbällen um uns. Das sind ja viele, ey. Oh, die haben auch alle Bock. Singles hat ja auch irgendwie eben so eine Anzeige gehabt.
Ja, geh bloß in die Zone, wenn es nicht zu langweilig werden soll. Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Weil for real, ich mach das doch nicht nochmal, dass ich 20 Minuten mit dem fucking Auto, was 40 km/h fährt, irgendwie in die Zone tucker. Wo ist er denn? Wer hat mich angegriffen? Oder wer hat's versucht? Da hinten. Orange, 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 help me. Alter, nur. Ach, fuck, gegen den fucking Zaun geworfen. Leider auch nur die Feuerbälle gerade. Auch nur nachladen. Das ist so dumm. Die kommt nicht hinterher. Boom, Junge! Das ist dumm. Oh, fuck! Oh. Scheiße! Mach was! Ich hab keine Muni! Ah. Nahkämpfer sind dumm, das weiß doch jeder, Mann. Jetzt komm her. Komm, ich hab wieder Feuerball. Na komm. Boah, Junge. Cool. Alles klar. Aber ich hab immer noch kein Upgrade, Scheiß. Mann, ich muss looten. Oh, hier AP ist auch gut. Vielen Dank, dass du die Videos gut findest. Das freut mich. How to heal, bro? A cleric can heal, I guess. So, nehme ich jetzt mal hier. Okay, what the fuck? Maybe you have no ammo? Vielleicht ist man schneller tot, aber ist wenigstens spannender. Ja, natürlich. Es geht ja nicht darum, dass wir hier Zeit rumschlagen, sondern dass wir eine schöne Zeit haben. Ja, und deswegen ist es halt ab in die Zone, ab in die Action, Junge. Und wenn wir dann sterben, dann geht's in die nächste so. Das, wir wollen ja hier nicht irgendwie einen Euro-Truck-Simulator spielen, wo wir jetzt nur im fucking LKW hängen oder im Auto, was 40 km/h fährt. Stell dir vor, du musst irgendwie von hier nach da oben fahren, weißt du? Und das mit einem 40 km/h Auto. Wie dumm ist das denn bitte? Also ich hätte es vielleicht. Cleric is another class. You don't have cleric. Noch was? Komm, wir gehen weiter. Ich gehe diese Runde full Feuerball. Ich weiß zwar nicht, was das hier bringt, wenn ich das upgrade, ehrlich gesagt. Beschwörung von Feuerbällen. Beschwörung von Feuerbällen. Vielleicht werden die einfach stärker? Oder sind nicht mehr so im hohen Bogen? Ja, ich stell mir wirklich vor, ich wäre da oben in Skull gelandet. Ich stell mir jetzt schon wieder vor, wie ich im fucking Auto tucker. Ey, gar keinen Bock. Eins. Gott, ich hab die ganze Zeit dagegen geworfen, oder?
is that you, bro? Man sieht ja auch nichts. What the fuck is going on here, Alter? Ich sehe ja auch nicht, wenn ich einen Feuerball werfe, sieht man ja auch nicht, ob das getroffen, also ob der da immer noch ist oder nicht. Das ist ja auch die Sache. Ich bin Level 5 nur. Ich bin dann Level 7 schon, ja, ich... So. Lou, you have some more for Pyro? Was ist das denn? Den, which na, one? Purple. Only I can use it, so you don't need it. Again, I can't understand you. Which one? Purple. Nice. Das gibt HP. How can I? What do you mean? I want to heal. I don't have fucking. Only with bandages. These cleric potions are for upgrades for the class of for the cleric class. You are not cleric, so you can't use it. My fucking god! And who am I? You're a ranger of some sort. Der weiß einfach nicht, was er ist. Geil. Ja, das wäre wirklich wie letzte Runde gewesen. Hast du recht, David. Ich habe schon das Gefühl, dass ich jetzt... Dass es schon ein bisschen gerader schießt mit dem, in diesem Upgrade. Yellow is your type. Okay, good. Nimm mal für ihn mit. LOL, gestunt! Oh krass. LOL, der hat mich einfach gestunt. Heftig. Okay. Alright. Einfach mal stunnen und dann vermöbeln. Okay, okay, okay. So, wenn ihr keine andere Idee habt, dann würde ich vorschlagen, ich gehe nochmal Pyromane. Einfach damit ich eine Klasse mal so ein bisschen austesten, also so komplett testen kann. Ne? Also wir machen heute mal eine komplette Pyroman-Folge. Und ich gehe die Heulenfeuerkanone. Weil dieser Feuerball, dass er so hoch fliegt, das müsste ich mal probieren, wie es ist, wenn du halt richtig das hochgelevelt hast. Aber dafür habe ich auch noch nicht das Zeug gefunden, ehrlich gesagt. Vielleicht droppt aber auch ein Gegner, wenn du ihn gekillt hast, die Sachen, die er für Upgrades benutzt hat, also die Waffe oder so. Vielleicht kann man da auch mal was mitbekommen. Ansonsten hat er hier aber auch sowas mit Meteorschauer, ne? Schweren Explosionen überzieht. Feuerwand. Also besetzt wirkt Feuerball halt nicht so stark. Dann haben wir noch Waldläufer. Der hat eben eine Armbrust. Klinge Unsichtbarkeit, die 50% Schaden verursacht, wenn du mit ihr von hinten angreifst. Und plus 50% Schaden, wenn du mit ihr aus der Tarnung angreifst. Tarne dich mit der Zielentaste. LOL. Okay, es gibt unsichtbare Gegner. Das ist auch eine gute Info. Verkaufszauber der Gegner blendet und den Nahkampfschaden vorübergehend verringert. Den von verbündeten Nahkampfschaden. Krass. Okay, das heißt, du blendest deine Mates auch gar nicht, sondern die kriegen dann einfach einen Buff. Das ist cool. Schlingenfalle macht dein Ziel bewegungsunfähig, wenn er auf die Falle tritt.
Das habe ich wahrscheinlich gerade gehabt, oder? Oder hat der Cleric irgendein Betäubungsding? Vitalität, erste Hilfe, Triage, ja, in dem Sinne schon 3 Sekunden erhöht. Halt Verbündete und schwächt getroffene Gegner, okay. Die mittelmäßigen Schaden verursacht, halt Verbündete und lässt Gegner für 3 Sekunden bluten, okay, okay. Cleric ist wirklich ein krasser Healer, holy shit. Vollstrecker, Betäubungskugel, okay, na, das war von ihm, ja. Betäubt das Ziel beim Treffer für 2 Sekunden. Boah, Junge, das ist ja richtig krank. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Man stellt schrittweise Gesundheit wieder her. Heftig. Eine schnelle Nahkampfwaffe, die mittelmäßigen Schaden verursacht. Erzielen kannst du vorübergehend deine Bewegungsgeschwindigkeit. Oh, krass. Jetzt zieht Gegner ran. Das klingt auch krass. Ich frage mich nur, wie das ist, wenn der halt voll auf die Mütze kriegt. Du musst halt erstmal rankommen. Ich nehme wieder Pyromane. Und wir haben wieder nur 2 Mates. War das nicht am Anfang? Also, vielleicht habe ich auch einfach die Regeln nicht so ganz. Ich google die mal eben. 20 Squads of 4. Also, ich habe einfach super viel Pech. Ich habe einfach nur Pech. Es liegt einfach nur daran, dass ich Pech habe. Ich könnte auch Viererteam. Oh, jetzt ist auch nur 2 drin. Okay, dann gehen wir raus. Gut, nee, wenn wir nur ein Zweierteam sind, dann gehe ich in die nächste Lobby. Alleine. Cool. Kommen da gleich noch welche dazu oder so? Das wird auch geil. Oh, wir haben den ersten Teammate gekriegt. Schön. Dritter. Jetzt brauche ich noch einen vierten Teammate. Komm. Komm, komm. Das sieht auch krass raus. Dass man auch nicht in die Ego kann hier, ne? Und jetzt ist er raus. Cool. Nur noch 2. Und der dritte. Ja, Mann. Mensch, das Matchmaking dauert wirklich ewig, oder? Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann. Boah, ey. Also, ich kann mir halt... Ich verstehe nicht, warum Matchmaking so lange dauert, ehrlich gesagt. Du hast jetzt 44 Leute drin. Es kann doch nicht sein, dass dass die einzig offene Lobby ist. Die stellen doch bestimmt viele Lobbys und dann teilen sie die auf. Aber die sind alle zur Hälfte gefüllt. Oder alle so nur so 20, 30 drin, oder nicht? Kann man da nicht mal eine nach dem anderen auffüllen, anstatt immer so viele aufzumachen? Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass so wenig Leute gerade dieses Spiel zocken wollen. Dass es die einzige offene Lobby ist, so. Die gerade nicht im Game ist. Das glaube ich halt nicht. Boah, ey, wirklich, die Matchmaking ist richtig zäh, wenn du so irgendwie 5 Minuten für eine Lobby, für ein Spiel brauchst. Boah. Mann, 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 Mann. Ja, ein bisschen geschädigt von der ersten Runde, muss ich sagen. Dieses Rumgetuckere. Ja, Menschen ist eine gute Idee. Das können wir machen. Ich hätte eher Prison genommen. Ne, möglichst mittig wie möglich. Ja, möglichst mittig wie möglich, Alter. Perfekt. So muss das. Aber wir können auch da oben hin. Ist auch in Ordnung. So, wir haben in der Runde David Nachui und Paphos. Mal sehen, wie die performen. Die haben diesen Mond da oben auch irgendwie so weird gemacht. Einfach irgendwie so leuchtend. Das ist einfach nur ein leuchtender Ball. Die haben einfach nur einen Effekt darüber gelegt. Das ist richtig billig. Wollen wir mal gucken, wie das mit den Feuerbällen jetzt funktioniert. Ob wir das machen können oder nicht. Okay, hier der erste hinten. Hier ist noch keiner. Das ist eine gute Sache. So, einfach mal rüberschießen. Vielleicht treffen wir wen. Boah, der flog aber weit gerade. Hier ist einfach nichts an Loot oder was? Na, die Dinger. Mit den Boys wäre es, glaube ich, schon geil, wenn wir jetzt so eine Viererrunde hier hinkriegen würden, ne? Boah, das wäre schon heftig. Also ich könnte mir das sehr, sehr gut vorstellen. Wenn wir jetzt hier zu viert mit allen Leuten drin sind und richtig schön... Ja, nicht getroffen. Aber war schon gut. Hätte gut sein können.
nehme mal für alle mit. Ich habe noch keine einzige meiner Waffen gefunden. Ich bin nicht getroffen, oder was? Hier ist nichts drin, Mann. Ich kann nichts upgraden, Alter. Was ist denn das? Ein Wundelixier? Kann ich hier die Maschine Gun nehmen? Mal gucken, wie die ist. Die Ruckstoß. Okay, Armbrust ist glaube ich auf Range besser. Machine Gun ist ja richtig shit, Alter. Ja, mehr Glück beim nächsten Mal, ne? Ja, gucken wir mal. Ah, wenn das Matchmaking nur schneller gehen würde, dann wäre alles okay. Dann könnte man das auch ein bisschen mehr genießen, ja. Okay, also nach erstem Testen würde ich sagen, einfach bei Feuerball bleiben. Weil ich glaube, die Machine Gun kriegst du nur umgesetzt, wenn du richtig, richtig nah dran bist. Oder du leakst. Guck mal, hier schon ein Dreier-Team. 25 Leute. Ach Gott, das wird ewig dauern. Also wenn du halt leakst. Weil du dann auch den Rückstoß unter Kontrolle kriegen kannst. Aber wenn du dann einen Waldläufer hast, der mit der Armbrust da schießt, ja, dann war es das wieder, ne? Also der ist halt stärker. Hoffentlich bewegliche Gegner. Vielleicht ist aber auch die Machine Gun irgendwann richtig gut, wenn du die halt hoch geupgradet hast. Ah, und ich hatte auch hier so ein weißes Ding gelootet. Das brauchst du also dann fürs finale Upgrade. Okay. Es steht leider auch nicht drin, was das macht. Ne? Also die Waffe ist dann Level 2, aber wurde... Aber wurde dann nur der Schaden erhöht oder fliegt das auch Ding auch weiter beim Feuerball? Ist so schwer zu sagen. Moin Dima, na, wie geht's? Bist wieder faul auf der Arbeit und musst wieder was anderes machen? Ja, du hast Pause, ich weiß doch. Hast du dich schon mal gefragt, Mensch, was wäre denn, wenn PUBG ein Fantasy-Game wäre? Nicht? Ich auch nicht. Aber hier haben wir es jetzt. Das ist PUBG Halloween Battle Royale. Und ich bin Pyromane. Dann können wir mit Feuerbällen um uns schießen. Einfach fucking Luftschiff. Fortnite, sein Vater. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier in die Schule gehen. Schön close. Richtig in den Gang mit Feuerwerken um uns schmeißen. Ja, Mann, das ist genau das Ding. Und da steht in irgendeiner Ecke ist dann einfach so ein so ein Vollstrecker, der dann getarnt mit dem Säbel einem wegschnetzelt. Das wird toll. Ah, ja, ja. Schule müsste genügend Loot haben eigentlich. Wollen wir mal hoffen, dass es funktioniert. Oh, jetzt auch noch so eine gelbe, so eine weiße. Und wieder mit den Farben, ne? Obwohl der eine ist Pyromane, dann ist Cleric. Cleric ist grün, das heißt, die anderen Sachen brauche ich alle nicht. Brauche ich nicht looten. Ich brauche nur grün und pink. Und dieses Wunderelixier ist dann halt für das finale Upgrade. Oh.
Please loot also our potions. Ist so schwer, das auch. Das bekommen wir hin. Dankeschön, Bruder. Stupid für Cleric. Aber der hat die mitgenommen. So, wollen wir mal schön den Feuerball hochlooten. Was denn nun? Das ist Waldläufer. Ich habe auch Pyromanie. Junge. Seid ihr beide zusammen oder auch jeweils solo? Ich bin solo. Also nur im Game. Ja. Bevor du auf falsche Gedanken kommst. Das war mir schon bewusst. I have a lot of cleric. Also, come here. I have a lot of stuff for you. Hört ihr mich jetzt? Ja, jetzt haben wir dich. Ja. Ah, ich wusste die ganze Zeit nicht, wie ich das anmache. Sorry. Bleib mal stehen, ich hab Zeug für dich. Bleib mal stehen. Wie ein Pfandflaschensimulator sieht das hier aus. Was brauchst du? Ja, stimmt auch wieder. Ich bin Banane, genau wie der andere zusammen. Aber alles gut. Hab ich ganz viel. Ich kann dir nochmal meine Last an Pyro geben. Ich hab gerade gecraftet. Ja, ist eher so semi alles. Müssen wir weitergehen, wollen wir noch nach Lossack gehen eben? Hast du irgendwelche Tipps oder so für Pyro schon rausgekriegt? Ich hab nur erstmal nur ein, zwei gespielt. Spielst du mit dem Feuerball oder mit der M2? Ja, Feuerball. Ich kann mir vorstellen, dass die M2 eher ganz am Ende gut ist, aber jetzt am Anfang eher shit. Naja, am Ende finde ich die auch eher shit. Also ich habe jetzt bessere Erfahrungen mit dem Feuerball gemacht. Okay, dann bestätige das meine Tendenz. Aber das ist jetzt auch erst irgendwie die dritte oder vierte Runde, die ich spiele. Ja, ich bin über Level 3 bin ich bisher auch noch nicht rübergekommen. Also das kannst du so vergessen mit dem Loot. Aha. Wir können jetzt uns gleich gucken, dass wir in dem Stacks uns weiter spielen, wenn ihr Bock habt. Ja, sehr gerne. Jetzt haben wir schon direkt wieder ein paar Teammates gefunden, die auch auf Deutsch ein bisschen was machen können. Das ist doch eine gute Sache. Wie seid ihr da die Wand hochgekommen? Wir haben Kletterhandschuhe. Ja, ein bisschen Anlauf, dann ging das da drüber gehen. Ja, einfach irgendwie zweimal B drücken und dann kommst du, oder zweimal springen, dann kommst du da hoch. Irgendwelche Tipps für den Modus? Nicht, dass ich jetzt wüsste, wie sah es aus, aber meine dritte oder vierte Runde. Also du als Cleric hast mit das Beste, weil müssen wir gucken, dass wir immer close zusammenbleiben. Durch deinen Molotov heilst du halt uns alle. Ja, wenn du halt uns schlägst oder auf uns schießt, dann heilst du uns auch. Aber damit das sind, also ich finde den Molotov da am besten, da muss man einfach irgendwie close zusammenbleiben. Ansonsten möglichst immer für alle mitlooten, ansonsten ist das hier ein Singleplayer eher. Ja, genau. Hier sind Türen offen schon, sehe ich gerade. Ein bisschen die Def hochmachen hier. Aber die haben nicht alles gelootet. So, da war auch noch ein Pyro. Oh, zwei sogar, aber nur Def. Wird eher ein bisschen offensives.
Gegner markiert. Solo? Ein Pferd. Sieht nach zwei aus. Also wie die aussehen, ziehen die durch, glaube ich, am Auto gehört. Fahren weg. Ja, dann lass sie. Die sammeln noch einen ein. Ja, dann lass sie, shit egal. Shit egal. Ist klar. Norddeutsche. Ist Klettern in dem Modus aus? Ne, normalerweise sollte was gehen. Ich kann halt nicht wollen. Komm in unsere Richtung. Warte, ich hab ihn nicht. Mann, ich kann nicht durchs Fenster schießen, das ist doch ein dummes Scheiß hier, Mann, ey. Ja, ich kann nicht durchs Fenster schießen, hab ich zweimal selbst genug Damage. Ja, alles gut. Fahren eh weiter. Hast du Bandagen zum Heilen? Ja, kannst du mal so ein Molly hier hinwerfen oder so? Oder hielt sich das nicht? Ja, oder so. Doch, doch, so geht's auch. Auch. Zack. Aber du kannst ja auch, komm wieder. Angehalten. Aua, die haben Ranger dabei, passt auf. Der macht auch nicht Damage. Funktioniert alles nicht durch die Fenster. Das kannst du so vergessen. Oh, nice. Vor mir, vor mir. Ich hab keine Muni. Oh, nice. Hat das Feuer gemacht. War die instant? Nee, ne? Glaub nicht. Obwohl, hier sind vier Leichen, also, ja. Hier ist a lot of cleric stuff. Ja, wie verbessere ich Sachen eigentlich? Indem du einfach Tab drückst und dann kannst du Rechtsklick auf die Sachen machen und dann kannst du dich upgraden. Aber das brauchst du halt genau. Ich glaube, der ist die für die letzte Stufe dann nötig. Genau, das weiße Ding brauchst du für die letzte Stufe. Boah, ist Level 5 Feuerball. Hier sind noch die Kraftdinger, die brauche ich nicht mehr. Oh mein Gott, Boah, ist jetzt Level 5. Ich kann gar nichts mehr upgraden, genau, dann ist das. Ah, Level 5 sieht gut aus. Ich habe ja noch ein bisschen Cleric Stuff bei mir. Achtung, Gegner. Hier. Ich hab das nicht getroffen. Ich habe jetzt die Shotgun. Oh mein Gott, nein! Oh Gott! Aber ich kann nicht mehr. Down. Ich muss den heilen. Ah, ich kann nicht. Oh, einer ist direkt close bei uns. Oh, als ob ich ihn nicht gekillt hab! Hallo, wie kommen wir jetzt in den Stack zurück? Wir können gleich mal eben gucken. Vielleicht kann ich euch gleich eben einladen, wenn nicht. Letzte Spieler und sowas sehe. Der war ja weird. Ich guck gleich mal Okay, ja gut. Ich gehe zurück zur Lobby. Das war ja weird, Leute. Ah, aber zumindest mal ein paar Leute gefunden, mit denen man was anfangen kann. Na, das ist doch schon mal was. Wieder ein kleines School-Shooting oder was? Dann können wir versuchen, auf geht's.
Will er Poschinki vorschlagen, möglichst in der Mitte. Na, wir können auch Poschinki machen. Dann lass aber irgendwo hier unten so. Entweder irgendwo so in einer Ecke bleiben. Entweder oben oder unten, ist das egal. Die Autos bleib sind wie unten. Esel. Die haben 40 km/h. Wenn du irgendwo außerhalb landest, dann hast du 20 Minuten Rennen und das ist eine Daisy-Erfahrung. Das ist nicht so angenehm. Ah, nee, das stimmt. Na, lass da unten einfach die Buildings alle nehmen. So, jetzt machen wir mal eine richtig schöne Runde. Und das Licht ist gerade bei mir ausgefallen. Und dann wie immer schön alles looten. Wir haben jede Klasse dabei. Also können wir nachher schön durchswitchen. Bei uns droppen welche. Ja, die gehen aber, glaube ich, fahr. Wenn wir unten bei den 5 oder 6 Buildings bleiben, sollte das ja passen. Ja, einer ist direkt bei neben mir. Ja, den können wir gleich gucken. So geil, ey. 4 Leute, 4 verschiedene Klassen und dann kannst du einfach alles looten, teilst dann und hast voll equipped, so. Ja, ich muss in der Mitte stehen, das ist der Typ. Ist markiert. Da sind wir mal in einem Building unter draußen. Hinter der Mauer, gelber Marker. Läuft nach links weg. Zwei Typen, glaube ich. Ja, ein Cleric hinter der Hütte. Ja, ja, gesehen. Ich komme da nicht hoch. Verdammt, ich hab's versucht. Genau das gleiche nebeneinander. Das ist dumm. Kommt rüber zu mir ins Haus, wenn ihr hier kommt. Ich komm zu euch, ich komm zu euch. Im Haus low. Ich werf Flashbangs. Bei mir im Haus. Hier. Ich brenne ja auch daran. Dumm, ey. Dumm, 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 dumm. Ist er noch im Haus? Ja. Help, help. Help me. Ist genockt. Was? Nicht ins Feuer rennen. Shay. Mach's gut, Team. Hey, erste Hilfe, Kids? What the fuck? Ich hab für euch Kids gedroppt. Blue, blue. Blue. X hier. Blue. Blue, sagt er. Blue, blue. Das sind Blue, meint er. Jetzt verstehe ich. Ich hab hier oben auch alles gedroppt. Das ist ja vom Loot her ist echt nicht wenig. Nicht viel so. Schön auf Dev. Und nochmal eben den Zauber hier nehmen. Kann schon einer Level 5 machen? Niemals. Nee, Level 2, das ist nicht mal. Ich hätte sonst einen Weißen gleich, wenn ihr soweit seid, vor mir.
vorne. Bei mir, ich bin down, tot. Adam, Adam. Alter Vater, der Typ ist stark. Der kam gerade Invis, der eine zu mir. Nichts mehr. Dieser Axtzug macht damit Fuck! Ende, Alter Vater. Bei mir. Half-Life. Ja. Ist nur noch der Random. Ja. Ist gut, wir bluten gleich aus, dann machen wir die nächste Runde. Ach Mann, ey. Help, help. Ja, du, help, machen. Help. Er ist der einzig Letzte. Wer soll ich mir helfen, Alter? Gott, der Kreis ist nicht so geil. Ich glaube, das Beste ist aber Sack, was wir machen können. Wo wollt ihr droppen? Sorry. Rosak dann. Glaube ich, das Beste, was wir machen können. Alles klar. Machen wir so. Ah, so wollen wir nochmal gucken. Ja, relativ alleine. Ja, viel Schule und Puzzle Buildings. Einer ist vor mir. Und dann geht nach oben. Da sind zwei Leute. Aber wir haben ein Team mit. Hier haben wir sechs Gegner. Wieder von jeder Klasse eine. Ja, grün auch für alles mitlooten. Grün bitte für alle mitlooten auch. Ja? Mama. Ja, Mama, das ist gut. Einfach ja normal, ne? Ein bisschen Fortnite ist das. Vielleicht ein bisschen upgraden. Mir kam es auch so vor, als ich das Ding auf Level 5 hatte, den Feuerball, dass der auch schneller recovered. Also weniger Cooldown hatte zwischen den Aufladungen. In meinem Haus, oben. Oh, scheiße. Ja, ich sehe einen. Scheiße, scheiße, scheiße. Schnell fertig looten hier. Komm mal rüber. Hier ist einer, Invis. Bei mir. Wie habe ich den nicht getroffen, Alter? Hätte den Typen einfach nicht. Ein. Wir sind down. Warum habe ich ihn gesehen? Ja, da oben läuft noch einer gelb. War jetzt noch jemand im Haus? Oder? Nein, ein Haustier. Nur nach oben, über uns. Genau da. Dem Building 2. Einer ist gedroppt. Einer steht, ist zwei Stück in dem Building. Einer ist Nahkämpfer, der andere was anderes. Ja, ich hab den gerade auch gesehen. Ja. Los, Klampe. Und rechts, links noch. Ich muss aufpassen, dass ich nämlich meine Mates treffe. Ich
glaube, es gibt Friendly Fire. Scheiße. Hier bei mir. Oh, ausgenockt. Geil. Mir ist knockt. Ich muss den Cleric wegnehmen. Ich bin Cleric. Den habe ich getroffen gerade. Komm her, Junge. Das können wir looten. Ich droppe hier mal alles. Ich droppe mal schnell meinen ganzen Kram. Ja, das können wir eben hier machen. Bisschen Cleric ist hier, ne? Oh, das sieht doch schon mal nice, Alter. Coole Sache. Ich muss mal kurz ein bisschen checken, wie ich diese Brandbomben herstelle. Schiff, Schiff. Ich höre einen Hupen. Da hinten. Okay. Okay, ist auch alles gelootet. Alles weg mit dem Loot. Das läuft ganz gut. Also ich mache 40 Schaden immer mit so einem Feuerball, wenn er denn trifft. Wenn er irgendwie ein bisschen daneben ist, dann ist so, oh, halt gar kein Schaden. Auf Level 4 Schaden halt, ne? Hier wird auch nichts sein. Was sind das eigentlich für Schüsse da hinten? Sie haben wie Leuchtpistolen, aber irgendwie. Ich kann euch mal ein bisschen Dingses droppen. Ein paar Medikits. Okay. Oh ja, ich. Was hielt das? Schrittweise um 125. Okay, cool. Ist nice. Ich hatte auch einen Pfeil da drin kleben am Schild. Geil. Oh, da sind noch Pyromanen-Sachen. Respawn die oder so? Obwohl, ne, hier war ich ja gar nicht. Und diesen Viererzauber, diesen Meteorschauer, das muss ich nochmal ein bisschen mehr üben. Habe ich noch nicht ganz gecheckt. Ob das dann nur ein so ein Meteor ist oder richtiger Hagel? Was los? Pyromane. Bei mir? Läuft nach hinten weg. Ich sehe nur einen. Ein Pyro. Ist im Auto. Zieht durch. Ja, das ist ja nach vorne. Oh shit! Das Haus wurde noch nicht gelootet. Das Auto qualmt, hat einen vollen Feuerball abgekriegt.
Ich hab mal wieder ein paar Tränke zum Abgeben. Das war geil. Ja, ich hab einiges. Junge, Alter! Vollstrecker und Pyromane. Na, ich hab hier was gelegt. Habt ihr das gesehen, Alter? Junge, das ganze Auto zerfetzt mit einem Feuerball. Boah, also ich hab gerade den mit auf dem Dach mit dem Feuerball getroffen, nach der Entfernung. Das Auto ist fast gleich explodiert. Das ist ja der Shit, Alter. Also. Stark. Das war krass. Ich bin voll T4. Na, ich brauche noch ein paar Sachen, dann bin ich 5. So, ich jetzt ohne weißen Dinger, dann könnte ich 2 Sachen auf 5 machen. Mir fehlt auch noch 4, einen weißer. Wollen wir zum Drop gehen? Ach ja, warte, ich kann euch wieder noch Medkits droppen. Achtung. Ah, ihr seid schon weiter. Dann ich brauche keinen. Ja. Drop? Fragezeichen? Ja, ja, lass hingehen, scheißegal. Hier war irgendwo ein Auto in der Nähe noch. Hier. Da vorne ist eins. Achso. Wir haben ja ein bisschen Zeit, das sollte gehen. Wir nehmen das Auto mit zum Drop. Ja, das Auto fährt ja auch noch ein bisschen schneller, als jemand geht, also. Wir sind voll Strecke, also nehmen wir einfach alles mit. Ja, dann nehmen wir voll alles mit. Läuft wieder vors Auto. Sowas liebe ich ja. Pack 2 Kisten ins Inventar vom Auto. Ups. Welches Inventar? ja, ich dachte. Ja, da habe ich mich heute auch schon zum Genüge drüber aufgeregt. Der ist offen. Ist das gelootet, da. Im Building könnte was sein. Die haben alles mitgenommen. Aber Building ist. Ich drop hier wieder 2 Kisten, falls ihr wollt. Ich hab 2, ich brauch nicht. Was können wir schon mal weiter düsen? Auto? Hallo. Kommt zu uns gefahren? Ja. Ja, Achtung, auseinanderstellen. Oder Verstärkungszauber? Alter, was ist das für ein Stun gewesen? Warte mal, da will ich glaube ich nicht rein. Einer macht direkt auf. Meteor, Junge! Ist noch einer. Gelber Marker, brennt. Heilt sich hinter dem Haus. Ist knocked. Einer könnte mich sonst aufheben, glaube ich. Ja, mach ich sofort. Komm, ja. Bin schon hier. Bei mir! Ja. Hab ihn. Sehr schön. Nice. Zone kommt. Ist noch irgendein Autoheile? Gute Frage, der Meteor hat glaube ich alles ausgelöst. Ich droppe euch was, ich droppe euch hier wieder 2. Da hinten, ja. Autos da, lass das Auto nehmen. Und dann einfach durchziehen. Dick, Alter. Der Meteor ist ja geil, Junge. Der macht ein Area dort und dann fliegt er einfach hin und zerstört alles, was da drin ist. Ey, mega geil. Der letzte war, den ist egal, scheiß auf den Schatten. Aus dem Auto können wir auch schießen, oder einfach versuchen. Ja. Ich kann nicht schießen. Achso. Ja. Okay. Und was kann der jetzt nochmal? Gehen wir gleich irgendwo auf die obere Hälfte. Irgendwo gelber Marker oder so. Okay, der. Gleich mit in der Zone. Sonst soll einer von euch fahren, weil dann kann ich auch theoretisch noch schießen. Ich würde sonst. Dann, ja, schau mal eben aus, ich fahre weiter. Jo. Auch jemand hier. Ach, geil, also ich hab ein Wunder-Elixier, soll ich euch das geben?
Also ich bräuchte noch was, aber das kannst du auch. Ja, ich halt auch alles, aber ich weiß nicht, ob ich der beste Spieler bin, deswegen. Ich könnte einen gebrauchen. Grün, alles gut. War hier nicht eine Brücke? Foxen. Geht's nur mir so oder ist dieses Geräusch vom Auto einfach nur nervtötend? Jo. Ich fahr ja Full Shift, ne? Ja, ja. Das ist schon echt schnell. Fast ist fuck boy. Ich visier mal den Drop auf Gelb an. Können wir sonst kurz noch eben das Weiße austauschen? Ja. Bleib mal gleich, ich fahre noch eben Richtung Zone und dann bleib ich stehen. So, der ist gesteckt. Dass man es nur bis 30 stacken kann, was soll das eigentlich? So unnötig. Ah, mehr Meteore, das wird sick. So, ich fahr jetzt nochmal in den Drop, ne? Würdet ihr Waffe, also Shotgun oder Mace gehen? Habt ihr da eine Ahnung? Schwer zu sagen. Also mit Mace kannst du ja auch deffen mit dem Schild. Und mit Shotgun, wenn du die aber auf, glaube ich, Level 5 hast, machst du ordentlich Damage damit. Eben hatte ich ja auch schon wieder mit dem Level 5er oder Level 4er Feuerball auch 70 Schaden gemacht. Ne? Also das hat schon einiges mehr gebracht. Oh boy, ist das erste Mal eine Truhe. Du machst zur Seite nicht, dass ich hier da ist. Okay, kein Team. Da kann jeder einen Weißen nehmen. Pass auf, Schuss auf uns. Irgendwas. Hier liegen noch zwei Weiße. Da vorne. Pass auf. Vor uns kommt, vor uns kommt, vor uns kommt. Bei mir? Da. No! Nur noch am Stein. Und vor. Die kommen auch gerade. Ja, Leute. Oh, die machen ordentlich Damage. Die machen down. Achtung. Scheiße. Ah, ich versuch gleich mal was. Ich hab's versucht. Einer kommt vor dir. Junge, wie gut. Schön. Noch zwei. An dem Baum ist einer und einer geht links ran. Links von dir, der ist der nähere. Nice, on one. Sehr cool. Rechts am Baum hast du ihn gesehen. Hinter dem Drop. Hinter der Kiste, ja. Oh, scheiße. Ist da nichts gegangen? Verletzt gehen wahrscheinlich. Bitte mach das. Bitte mach ihn. Gott, komm. Schaff es.
komm. Jetzt aber. Ja. Stark. Nein. Bisschen noch, bisschen noch. Schade. Alles gut. Schnapp dir das Zeug, was du kannst, mach alles Level 5 und dann holst du die Runde. Mein Inventar müssten noch Kisten sein. Hier Kisten. Ich glaube, ich bin das links. Das da. Ja. Na, nein, liegt nichts mehr drin. Ja. Da ist noch ein weißer Trank um die Ecke? Oder bist du schon alles 5? Ja, ich bin 5. Da unten? Unten am Zaun? Links auch? Ah, du wolltest einen Drop gehen. Also bis jetzt, Leute, muss ich sagen, dass die Job-Situation eher nicht so geil ist. Also wenn du halt mal ein oder zwei Teams gekillt hast, da brauchst du halt auch keine Jobs mehr. Ne? Also jetzt gerade war ich schon sehr schnell maxed out und hatte halt Bock, keinen Sinn mehr, noch irgendwie was zu looten oder eine Kiste oder so zu machen. Da ging es eigentlich nur darum, die Gegner wegzumachen. Oh, 122 Damage! Alter! Damage, wenn du triffst. Ja, da seht ihr das MG. Mensch, das hat ja richtig was gebracht. Das MG ist ja mega gut. Okay, dass der Beweis ist, das MG komplett auch Rotz. Ist einfach. Der ist doch. Der lebt noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er wurde gebaitet. Ich hab gedacht, der wäre tot. Oh mein Gott, er wurde gebaitet. Jesus. Ja, da hat er dich verarscht. Alles gut, dann mach's gut. Ciao. Ah, naja. Boah, ich bin noch nie über diesen zweiten Schritt rübergekommen, ne? So viel Arcade Hive ist ja noch nie gespielt, ne? Krass. Alright, seid ihr da? Jo. Ja, ich hab gerade nochmal hingeguckt. Ich hab den anderen von eben nochmal eingeladen, aber ich weiß nicht, ob er nochmal reinkommt. Ja, aber ich bin jetzt raus. Also für mich ist es genug. Ich bin jetzt dann weg. Alles klar. Grüße, schau dir gerne einen Clan an. Und dann sehen wir uns dann. Bis irgendwann. Tschüssi. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So. Und damit haben wir das dann auch. Wir haben jetzt ausführlich diesen Modus getestet. Und also ausführlich in dem Fall den Pyroman. Die anderen habe ich noch nicht so angeguckt. Aber können wir gerne auch nochmal anschauen. Vielleicht ja auch mit den Boys. Na, mal sehen. Aber dafür reicht das jetzt erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüssi.